Wenn Friedrich Merz Kanzler wird, dann regiert BlackRock Deutschland. Friedrich Merz ist der berühmteste Lobbyist. Er hat seine politischen Kontakte an die US-Heuschrecke BlackRock verkauft, einer riesigen Ansammlung von zusammengesammeltem Geld, die überall in der Welt Industriebeteiligung kauft und die Dividenden in ihre Kassen lenkt. Jetzt will Merz Kanzler werden, zusammen mit Grünen und FDP. Er befürwortet den Abbruch unserer Wirtschaftsbeziehungen zu allen Staaten außerhalb Amerikas und will damit dafür sorgen, dass sein alter Geldgeber noch mehr Macht bekommt. Dann wird die deutsche Industrie komplett verscherbelt. Dann werden unsere Tatkraft und unsere Innovationskraft nicht mehr unsere Heimat nutzen, sondern anonym Anteilseignern am Ende der Welt und Friedrich Merz.